Hallo und herzlich willkommen auf dem roten Sofa bei Moses. Sebastian Fitzek und Marco Teubner haben ja schon mehrere Spiele auf den Markt gebracht zusammen. Als allererstes Safe House, das Brettspiel und auch dann das Würfelspiel dazu. 2020 ist Killer Cruise erschienen. Das ist das Spiel mit dem großen 3D-Schiffsaufbau, wo es darum geht, gemeinsam einen Psychopathen ausfindig zu machen, der sich im Unterdeck verschanzt hat. Dabei muss man möglichst viele Passagiere retten und der Killer ist einem die ganze Zeit auf den Fersen. Jetzt gibt es neu auch das Würfelspiel Killer Cruise. Auch hier geht es darum, auf dem Kreuzfahrtschiff den Psychopathen ausfindig zu machen. Auch hier ist einem der Killer auf den Fersen und man muss die Passagiere versuchen zu retten. Das Spiel ist für 1 bis 4 SpielerInnen ab 12 Jahren geeignet und eine Runde dauert ungefähr eine halbe Stunde. Das Besondere daran ist, dass es 4 Schwierigkeitsgrade gibt. Ihr sucht euch also einen aus und ihr könnt die gleichzeitig spielen. Im Spiel gibt es einen Würfelblock in Schiffsform mit 200 doppelseitig bedruckten Blättern. Die schwarzen und weißen Würfel geben in jeder Runde vor, wie ihr euch auf eurem Schiff bewegen könnt. Dabei bewegt ihr euch in gerader Linie, je nach Augenzahl, über das Spielfeld und versucht dabei, möglichst viele Passagiere und Symbole einzusammeln. Doch Vorsicht, man darf nur freie Felder betreten und vor allem den eigenen Weg nicht kreuzen. Aber ihr könnt die Treppen benutzen, um auf dem Spielplan an eine andere Stelle zu kommen. Alle bewegen sich auf ihrem eigenen Deckplan, um Hinweise zu finden, gemeinsam Aufgaben zu lösen und Passagiere zu retten. Mit den gesammelten Symbolen erfüllt ihr die Aufgaben auf dem Aufgabenblatt. Das heißt, ihr sprecht euch am besten bei jedem Zug ab, wer welche Symbole erreichen kann, um die Aufgaben möglichst effektiv im Team zu lösen. Die geretteten Passagiere fungieren sozusagen als Joker. Jede gelöste Aufgabe bringt euch weitere Hinweise, in welchem Bereich des Schiffes sich der Psychopath befindet. So könnt ihr Räume nach und nach ausschließen, in denen er nicht sein kann. Diese dürft ihr danach auch nicht mehr betreten. Dazu gibt es noch den Killerwürfel. Zeigt dieser den Killer, stirbt ein Passagier in eurer Nähe und ihr dürft dieses Feld nicht mehr betreten. Die Killerwürfel werden leider nach jeder gelösten Aufgabe etwas gemeiner. Gleichzeitig läuft euch die Zeit davon, denn vor jedem neuen Wurf müsst ihr hier ein Feld abstreichen. Wenn ihr keine Felder mehr übrig habt, bevor ihr den Psychopathen gefunden habt, habt ihr leider verloren. Wenn ihr den Psychopathen gefunden habt, bevor alle Runden vorbei sind, habt ihr das Spiel gewonnen. Ja, ihr merkt schon, das Würfelspiel bringt ganz viel vom großen Brettspiel einfach auf ein Würfelblatt. Ganz viel Spannung, ganz viel Teamwork, ganz viel knifflige Entscheidungen, die ihr zusammentreffen müsst. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit.